Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir haben uns gerade eben vorgenommen, doch mal hier reinzugehen in diese Festung Schneeperge und die einfach fertig zu machen, in Anführungsstriche gesetzt. Werden wir wahrscheinlich irgendwann den Bürgerkrieg dann nochmal damit, nochmal da reingehen oder was weiß ich, aber das dauert ja noch. Gucken wir doch erstmal, was uns hier, was so auf uns zukommt. Meine Totenbeschwörer jedenfalls, das haben wir ja schon draußen gesehen. Oh, eine Übungspuppe. Nee. Falle. Schweinehunde. Einfach so. Können doch nicht wissen, dass wir kommen, oder? Ich meine, irgendwo sieht die Festung ja auch nicht so riesig aus. Hm. Okay, ich bin jetzt zurück. Du schleißt nicht, oder? Doch. Aha. Nun denn, dann sehen wir mal. Aha. Ja, Mensch, Lili. Sag mal. Oh, das ist wohl Lili erwischt. Fürchte. Du hast gerade nicht so eine richtig gute, so eine gute Phase, oder wie nennt man das? Wie heißt denn das, wenn man das spielt? Nicht so einen guten Run? Ich bring euch um, wenn ich es muss. Oh ja, schrei nur. Dann kriegen sie auf jeden Fall mit, dass wir da sind. Falls sie es noch nicht gemerkt haben, aber sie haben ja schon. Auge ist schon offen. Ja. Mali wird sich einigermaßen versteckt haben, wenn Lüdi sie nicht findet. Und jetzt. Natürlich. Ich glaube, du brauchst mal ein besseres Schwert. Ja. Ah, Schmiedeschürze, hervorragend. Ne, kann man ja. Du hast doch, glaube ich, noch einen Spruch. Ja. Noch ein Zauberbuch, was du noch, wo du noch einen Spruch lernen kannst. Glaub ich wohl. Also das ist ein Spruch, den du noch nicht gelernt hast, glaube ich. Spornes Schwert, oder? Ja. Genau. Aha. Sehr gut. Also es gibt auch Pflanzen, die man halt nicht anpflanzen kann. Wie zum Beispiel Eisbären oder Elfenohr oder so. Und auch nicht Hängemoos, das geht auch nicht. Ja. Mhm.
Ja, ich muss ich mir auch erstmal angucken. Sieht aus wie so ein einzelner Raum. Aha. Sehr gut. Allein dafür hat sich schon gelohnt, hier reinzugehen. Ja, ein gutes Verhältnis. Ja, stimmt. Ja, ist ja nicht schwer. Noch mehr. Ja, ganz schön schlimm, wenn man die schon von weitem hört. Kann man nur froh sein, dass wir nicht so knatschen mit unseren Gliedern. Stell dir mal vor, alle Menschen werden rumknatschen. Ja, immer mal mit. Oh, Riesenkäse. Die Wolfskönigin habe ich noch nicht gelesen bisher. Ja, wo bist du denn, du klein Knatschi? Ja? Wir haben die letzten Banditen aus der Festung Schneefalke vertrieben. Leider wurde der Nordturm beim letzten Ansturm schwer beschädigt. Doch die Reparaturen sind bereits in vollem Gange. Wie ihr vorausgesagt habt, sollte sich die Festung als idealer Ort für unsere Experimente erweisen. Zwar ist sie größtenteils verfallen, aber ihre Nähe zur nördlichen Straße sollte dafür sorgen, dass wir über einen stehenden Zustrom an Testobjekten verfügen. Na danke, sind wir wohl auch, oder? Wir hoffen, innerhalb der nächsten Wochen vorläufige Ergebnisse präsentieren zu können. Oh, die armen Reisenden, die hier vorbeikommen, ja? Ja, da ist auch so ein Skillbook. Sehr gut, danke. Das ist ein Zufallsfehler, kannst du mal mitnehmen, kenne ich nicht. Na, ja, da ist eine Falle. Kannst du aber Funken drauf machen, oder? Was war das? Ja, so nicht. Also ich meine, den sollte man die... Gut. Ja, es war natürlich sehr laut für jemanden, der heimlich sein will. Nice, aber. Arg. Arg schlimm? Das ist ja arg schlimm. Oh, wie das jetzt hier aussieht, ganz unordentlich. Ja, das war diese blöde... Ja, danke. Das mal.
brauchen. Hm. Vielleicht ist es ein Rundgang. Wie sieht es denn aus? Wo war denn die andere Tür? Kann man ja hier gar nicht sehen. Klar nicht, wie auch. Diese Karten sind... Die meinst du sind... nicht sehr... Ja, nicht wenn es mehrere Stockwerke sind, das ist schon mal klar. Ah, oh, danke. Kannst du hier hinsetzen und ein Buch lesen? Wie wär's? Ach, na gut. Knarrt immer noch was rum und da patschen ein paar Fü... Au, oh, rote Adler. Hm, ist alles? Na gut. Doch, 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 wir haben Interesse. Sehr gut. Türen ohne Ende. Ja, aber vielleicht sind... Oh, eine Herausforderung. Au, du hast ja den Schlüssel, hast du ganz vergessen. Nein. Nee, hier ist niemand. Niemand. Lassen Sie die vorgehen. Du bist gleich tot, pass auf dich auf. Hast du das gemerkt eigentlich? Habe gerade ich jetzt gerade erst gesehen. Hast du das vorher schon gemerkt? Nee, hast du nicht, ne? Boah, das war aber ein ordentliches Dingsbums, was er dir rangeknallt hat. Allerdings. Hast du nur Funken in der Hand? Ist ja auch nicht gerade das Wahre, oder? Oder willst du sie mit Funken killen? Oh oh. Ich glaube, wir werden jetzt gleich einen toten Pepe erleben. Hallo Pepe, du bist gleich tot. Ja! Ob sie ihren Finisher schon angesetzt hat? Oh, oh. Du hast die anderen noch nicht auf deine Leiste gepackt, oder? Nein. Mach mal rein. Ja. Ja, das sind unsere, die sind inzwischen besser. Wir können uns ein bisschen Frostresistenz. Ja, du scheinst ja relativ gut darauf zu reagieren, also. Gut von ihrer Sicht aus. Ah, kommt mein bestes Schwert, wirklich. So. So. Aufstrebender. Naja, das hat es jetzt nicht mehr ganz geschafft, den Top zu erreichen. Brocken. Ja. Den hat man. Aber ja, da hinten ist noch ein... War knapp. Stein, zweimal war es knapp. Wir haben Agunstbericht Band 1 haben wir, ne? Den Agunstbericht Band 1. Der ist, glaube ich, hier. Keine Ahnung. Nehmen wir mal mit. Danke, Lüdi. Er hätte es nicht überlebt ohne deine Hilfe. Wohl. Der erlesene Geschmack. Du bist das berühmte... Hey, nimm das Buch doch mal mit, ob es das berühmte Buch ist, von dem der eine Typ da gesprochen hat. Welches? Der erlesene Geschmack, das berühmte Koch. Der Feinschmecker. Ja. Da haben wir noch eine Schneebeere. Alarm, naja, wir werden im Augenblick auch hier mitnehmen. Oder? Aber jetzt im Augenblick nur nicht. Aber das bitte, bitte. Ich will unbedingt mal die Bücher lesen. Hier, die. Das sind doch die Jahreszeiten. Die Monate. Und die finde ich ganz gut.
Naja. Immerhin. Feuerschaden haben wir dann nicht. Ja. Das haben abnehmende Magie. Resistenz haben wir, glaube ich, auch. Nee, glaube ich auch, aber wir nehmen es sowieso mit. Also schon mal ganz gut hier. Ja. Da hat es sich gelohnt, fast zu sterben. Gut. Rückweg, glaube ich, hier, oder? Oh ja. Nix, du kannst ihn ja selbst aktivieren, aber nichts von wegen Rückweg. Nee. Nö, nö. Oh. Ich glaube nicht, dass sie sehr groß ist, aber sehr verschachtelt, hä? War man. Nö. Das würde bedeuten, dass du die Treppen nach oben läufst. Oh. Ja. Weiter. Dabei habe ich da einen Seelenstein gesehen, glaube ich. Ach, das sind Skelette. Mit dir. Na, Skelette, das sind ja keine großen Gegner eigentlich. Aber immerhin, die haben Pfeile dabei. Lüdi, wo treibst du dich rum? Naja. Ach, hier geht's raus. Ja, aber oben irgendwo raus, würde ich sagen. Hier geht's auch oben raus. Jetzt kommen wir erstmal hier. Ah, da ist sie ja. Wir gucken mal oben raus. Hm. Oh. Na, Lüdi? Sieht doch toll aus hier, hm? Spitzenmäßig. So, gut, jetzt. Kommen wir wieder rein. Da ging ja noch was nach oben. Ja. War noch eine Tür. So, das Glas kann man mitnehmen. Das Glas kann man schon mal gleich mitnehmen. Das brauchen wir nämlich für unser Haus dann. Glas und Stroh. Mhm. Ja, wie sieht's denn hier aus? Hier oben. Ja. Aha. Komm, müssen wir mal umgucken. Ja. Ah, hier oben war. Ja. Gut. Da oben war da nichts? Nee, da waren wir schon rumgelaufen. Ah, ach ja. Ja, vorher, stimmt, richtig. Oh ja, Drachenbaum. Klapper, klacker, klapper. Die ganze Menge Kröte im Weg rum. Den haben wir ja jetzt schon. Prüfung der heiligen Alesia, kannst du auch mitnehmen. Ja, kenne ich auch nicht. Also war die Wolfskönigin jetzt, aber das kenne ich sowieso auch noch nicht. Aber die Prüfung der heiligen Alesia oder Alessia. Auch Himmelsmann. Ja, siehst du? Viele Türen führen da draußen. Oh. Ja, wir haben irgendwie da, ich habe auch irgendwo einen Seelenstein gesehen und so, also irgendwie müssen wir da nochmal rein. Wir müssen auf jeden Fall nochmal rein. Ja. Da gibt es ja viele Türen, ne, die nach draußen führen.
Hier zum Beispiel, genau das meinte ich nämlich. Nee, es war nicht den das hier. Den habe ich mitgenommen. Ach, hast du schon mitgenommen? Ja, dann... Hm. Aber ich glaube, unten war auch noch was. Unten waren auch noch geschlossene Türen. Oh, da hat jemand aufgeweckt. Oh. Und schon haben wir wieder ein paar mehr Nordpfeile. Ja, wo war das noch? Genau. Er verbrennt den Bücher. Ja, nehmen wir auf immer mit, ja. Wir müssen jetzt mal langsam Schluss machen. Jo. Okay. Bald ist es ja nicht mehr, bis wir draußen. Dann sehen wir es beim nächsten Mal. Oh, das war eine Truhe. Aha. Beim nächsten Mal hier an dieser Stelle. Okay. Ciao.